Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Folge von A Plague Tale Requiem. Oh, ich hätte fast Innocence gesagt, aber das war der erste Teil. Was sollen wir überhaupt machen? Wir sollen Joseph finden, ist es richtig? Erstmal sollen wir die Docks erreichen und ich glaube, der hieß Joseph, den wir finden müssen. Wir joggen erstmal leicht. Mehr geht nicht. Und jedes Mal, wenn ich wieder eine Folge aufnehme, ne, bin ich jedes Mal aufs Neue von der Optik sehr angetan. Es sieht so unfassbar gut aus. Der erste Teil war schon echt gut. Aber das hier sieht einfach nochmal... Das ist einfach nochmal eine andere Liga. So, mal schauen. Oh, oh. Sperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Ja, unsere Fletsche, unsere Schleuder haben wir schon ausgerüstet. Herrscht hier einfach Ausgangssperre. Natürlich, damit wir uns wieder auf leisen Sohlen fortbewegen müssen. Hä, er läuft einfach da durch? Achso. Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Ich dachte, die können da durchgucken, da wissen sie. Der Wachturm dort hinten, er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Ja, deswegen ist auch Ausgangssperre, damit nämlich niemand diese Käfige voller Leichen sieht. Damit keiner sieht, was die hier eigentlich verzapfen. Eieiei. Wenn wir da sind... Dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Gar nichts, wir hauen mit der Schleuder richtig um uns. Ich werde bestimmt hier keinen betäuben. Von denen. Da wären wir. Gut. Okay, Lukas weiß offenbar genau, wo wir hin müssen. Ich weiß das nicht, aber da ist dieser Wagen voller Leichen. Eieieiei. Okay. Du wolltest, dass ich Magister Vaudin nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden. Das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Genau, der Gentleman. Ja, warum kann ich hier nichts machen? Aha. Ich wollte schon sagen. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Naja, wenn die uns erwischen, bei einer Ausgangssperre, dann haben wir trotzdem Probleme. Die werden uns vielleicht nicht umbringen. Wobei ich mir da auch nicht so sicher wäre. Aber... Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Rot-weißes Segel. Ich sehe nichts. Ja, stimmt. Hä, was? Das helle da in der Mitte? Rot-weißes Segel? Das da? Nee, das ist nur weiß. Was ist das? Sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt.
Da wäre ich nicht so sicher. Oder ist es so ein kleines Boot? Wahrscheinlich ist es ein kleines Boot, nicht so ein Riesending, oder? Da müssen wir nicht hin. Nee, das ist auch alles Quatsch hier. Ich weiß echt nicht, was der meint. Was der für ein Boot meint. Rot-weißes Segel. Ich erkenne hier nichts. Es ist einfach arschgrau, aber ich denke mal, dass wir hier lang müssen. Na los, ihr solltet schon längst am Tor sein. Das sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar! Öffnet das Tor! Geht in Stellung! Hey, Neulinge! Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Hoffen wir aufs Beste. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute. Ah, hier ist doch hundertprozentig schon wieder irgendwo einer. Können wir hier rein? Nee, ne? Nee. Aber ich glaube, wir müssen hier schon sehr vorsichtig sein. Oh. Ah, ja, ja. Ich glaube, das war richtig. Auf zum Tor. Wir müssen uns natürlich umgucken, ob wir hier nicht irgendwas zum Mitnehmen sehen. Okay, da sind... Mit Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ja, mit Helm. Ob es einen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Oh, shit. Ja, aber das ist... Schaffen Sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter nochmal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Okay, der eine geht rüber, aber der andere steht halt voll im Weg. Ich meine, ich könnte die da ablenken, aber das ist ja auch Quatsch, oder? Warte mal, wir gehen mal, wir nehmen mal einfach nur die Hand. Was ist das für ein Lärm? Da kommen wir gar nicht hin, ey. So weit können wir gar nicht werfen. Falscher Alarm. Das Einzige, was wir machen können, ist dahin werfen und da hinten mit der Schleuder drauf schießen. Im Ernst? Schon wieder? Dann mal sehen. Woher kommt dieses Geräusch? Das ist der einzige schon Weg. Wieder nichts. Da, Eindringlinge! Ach, come on, ey. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Verdammt. Wo sind sie denn hin? Ich sehe sie nicht. Sie sind um die Kiste. Schwärmt aus! Die können nicht weit sein! Ist gut. Nein, Schild. Wir hauen jetzt hier einfach ab. Hier durch. Ja. Die sind da direkt hinter uns am Suchen. Und wir hauen ab. Okay, da haben wir jetzt Schwein gehabt. Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Okay. Da sind wir jetzt aber noch mal haarscharf davon gekommen. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Nein, nein! Sie kommen!
Oh shit. Es ist zu spät. Nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott. Alter. Holy shit. Einfach alles weggefressen. Das darf nicht sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Ey, was da für ein Tsunami von Ratten kam. Ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir. Ja, dann lass mich mal hier unser Feuerkraut machen. So, was hat der, hat der jetzt gesagt? Was sollen wir anzünden? Du kannst Teer anzünden, indem du Ignifa darauf wirfst. Das Licht hält die Flamme. Okay. Ja, aber wo ist es denn, das Zeug? Ey, hau ab! Haut ab! Das Grüne da einfach, oder? Einfach hier rein, mitten rein. Scheiße, das hat gar nichts gebracht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich habe nicht zugehört, was ich abwerfen soll. Au, 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 eine Ratte. Irgendwas in den Gefäßen. Aber wo sind denn jetzt die Gefäße? Das da? Nee. Oder? Nee, scheiße, nein. Komm vielleicht rüber, wenn du den Teer anzündest. Klasse, das hilft. Ich sehe ihn aber nicht. Oder muss ich das in so einem Krug werfen? Das kann natürlich auch sein, dass es mit der Schleuder gar nicht geht. Nee. Ach, ich werf die ganze Zeit die Dinger. Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Das war die ganze Zeit dieser Rauch. Oh no, ich habe das Falsche ausgewählt. Wir warten kurz, bis der Rauch abzieht, weil der ja die Flammen erstickt. Okay, jetzt macht's Sinn, warum es nicht geklappt hat. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Geil. Okay, das erklärt, warum es nicht brannte. Ja. So, erstmal neu eindecken mit Zeug. So, das da ist beweglich, ne? Das ist wunderbar. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Wir müssen da hinten zu der Leiter, 100%. Der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der sichere Tod. So, darum hauen wir ja jetzt hier auch ab. Mal sehen, was drin ist. Wir hauen gar nicht ab. Hier ist einfach nur eine Werkbank. Ist aber nicht schlecht. Hier können wir ja mal gucken. Vielleicht können wir uns ein bisschen verbessern. Gut, dann an die Arbeit. An die Arbeit. Unsere Alchemie oder unsere Schleuder könnten wir verbessern. Ne, wir können eigentlich alles verbessern, aber wir haben gar nicht genug Zeug. Shit. Hier liegt doch auch manchmal was rum. Genau, so ein Werkzeug ist immer gut. Das ist immer gut. Mal sehen, was ich machen. Reicht das? Aha, da brauchen wir nämlich zwei Werkzeuge, aber ein weiterer Ring an ihrem Gürtel ermöglicht es Amicia, einen zusätzlichen Topf zu tragen. Ist okay. Ist auf jeden Fall okay. Eignet sich bei Platzmangel um Zerlegen von Töpfermesse. Ja. Ja, wir nehmen das. So ein Topf wäre auch gut, aber egal. Ein bisschen unser Inventar pimpen. So, das nehmen wir aber mit. Nochmal ein bisschen Werkzeug. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es jetzt wirklich weitergeht. Das war ja gar nicht der richtige Weg. Aber es hat uns auch nicht geschadet. Von daher
Alles cool. Der Teer brennt auch sehr lange. Oh, nee, nicht davor, ein bisschen rum. Genau. Ich glaube, wir müssen einfach zur nächsten Flamme. Naja, viel weiter können wir hier sowieso nicht. Josephs Boot. Wir kommen näher. Wo? Das da, was da hinten leuchtet? Das hat man... Ist das das, was wir vorhin schon gesehen haben? So. Mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Ja, aber kann ich da rein? Nee. Wir müssen die erstmal ablenken hier mit so einem alten Fisch. Ah, die blöde Flamme. Jetzt müssen wir die Flamme ersticken. Damit die Ratten darüber rennen. So, die fressen ja jetzt erstmal. Dann lassen die uns. Hoffentlich kommen wir da lang. So, verwerten. Das ist gut. Jetzt können wir die Dinger verwerten. Aber wir müssen ja hier durch das Haus, hat er gesagt. Ne? Das sieht sicherer aus. Ich weiß nicht, was daran sicher aussieht, aber hier sind keine Ratten drin. Ekelhaft. Dieser Geruch. Teer verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Wow, no way. Sie folgen uns. Shit. Keine Ach, bis hierhin. Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Ja, und dann kletter ich halt darüber. Ist ja kein Problem. Einmal hier durch die Pampe. Boah, Igitt, es ist so ekelhaft. Von innen abgeschlossen. Ach, come on. Ich dachte, es wäre auch zu einfach jetzt gewesen. Ne? Es wäre zu leicht einfach. Es wäre so leicht. Okay, das können wir uns also abschminken. Aber wie soll ich da hinkommen? Ah! Da sehe ich doch hier, warum es abgeschlossen ist. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Als würden wir diese Tür nicht aufbekommen. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ach so, er macht das. Okay, ich dachte, wir gehen da hoch. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Ja, wir haben die Power. Und wir heißen nicht Agathe. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Wer hat den Joke gecheckt? Bin bereit. Wie, bist du bereit? Ich lasse los. Festhalten. Flieg jetzt bloß nicht darunter, ey. Becken zurück. Komme. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Feuer frei. Es funktioniert. Ja. Ja, cool. Einfach mal ein Teerbecken. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte. Ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen.
Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Ja, werf. Los! Catch the ball. Harz und Alkohol. Misch sie. Ach, wir können jetzt Teer machen. Fertig. Perfekt. Wow. Mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Also da in die Mitte, meint er. Moment, ein Topf mit Teer. Also dann? Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Ja, der wird jetzt fackeln. Halt, ich will keinen Topf werfen. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Nice, da haben wir... Eieiei, das sieht aber auch... Das Feuer sieht auch sehr cool aus. Das ist geil, haben wir gut gemacht. Chapeau an uns. Aber lass mich mal da hoch. Gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das hier ist bestimmt was. Wie, hier ist nix? Doch da. Ich wollte schon sagen, irgendwas ist doch hier. Hier muss doch irgendwas zu entdecken sein. Hoffentlich etwas Wertvolles. Ja, ganz viele Materialien, die wir alle brauchen und Werkzeug und... Traumhaft. Wusste ich doch, dass sich das lohnt, hier mal gucken zu gehen. Es war aber klar. Und wir brauchen das Zeug. So, weiter geht's Richtung Boot. Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudan und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit... Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Wir schaffen das. Irgendwie schaffen wir das. Das Gute an den Ratten ist, man weiß ungefähr, wie man die wegbekommt. Man kann also die Umgebung beobachten und einen Lösungsweg finden. Aber wenn da irgendwelche Ritter oder so sind, menschliche Gegner... Dann sieht das nicht so einfach aus. Vor allem, wenn die dann einen Helm haben oder so. Und wir die nicht killen können. Was wir ja sowieso nicht sollen. Mir nach. Da haben die halt auch keine Schwachstelle. Oh, hier könnten wieder welche sein, oder? Die das gar nicht mitbekommen haben, was da hinten abgeht. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, naja. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Irre. Aber erstmal... Plündern wir wieder ein bisschen was. Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Holen wir ihm die Plattform. Den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Hey, wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Ob wir dem trauen können? Ja, wie kriegen wir denn die Brücke runter? Du, ich kümmere mich drum. Okay, das geht nicht.
können nur hier... Ah, warte, wir können hier was machen. Doch, doch. Oder? Ne, wir können hier nichts machen, weil da sind die doofen Ratten. Hm. Das kann ich nicht bewegen. Ach, ich kann das abschießen. Verdammt, hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz. Er hilft uns. Vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Muss ich das jetzt machen? Geht das einfach? Ach, wir sind schon da. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Ja, genau. Warte doch mal ab. Das Spektakel geht doch gleich erstmal los für dich. Wir können nämlich zaubern. Das ist wirklich echte Magie. Gut, das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Soldaten. Gut, jetzt noch die anderen beiden Becken. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Ich betätige die Kurbel. Alles klar. Ich sag dir Bescheid. Ja, du kannst kurbeln, mein Freund. Lukas, du bist dran. Geht klar. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Ach, verstehe. Ja. Du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Ja. Hey, lass gut sein. Ja, sofort. Klasse. Genau richtig. Oh, shit. Sorry. Hab alles im Griff. Kein Grund zur Sorge. Mann, warum muss ich denn alles machen? Ich traue dem Soldaten aber trotzdem nicht, ne? Und bei der ersten Gelegenheit werde ich ihn umbringen, wenn ich könnte. Vielleicht fackel ich ihn einfach ab. So, ah, da ist was, aber da komme ich auch leider nicht hin. Naja, egal, wir können ja hier... Bleibt das oben? Nö. Achso, ich kann das hochziehen und ihm dann vielleicht sagen, dass er durchfahren soll. Ja, Amicia, was ist denn los? So, einmal hoch. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Sofort. Genau so, schön durchfahren. Gute Arbeit. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Lass es. Na gut. Ja, ja, er will natürlich auch, dass wir ihm helfen. Aber... ich habe so kein Vertrauen in diese Person da drüben. Und ich meine nicht Lukas. Zünd es an, Amicia. Ja, ich zünde es an. Gar kein Problem. Lukas, du kannst jetzt kommen. Der Weg ist frei. Alles klar. Und ich stocke meine Vorräte ein bisschen auf.
diese Kackratten, ey. Wo kommt Lukas denn her? Muss ich den nicht durchlassen? Ja, der steht doch jetzt da. Amicia, ich steck fest. Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja, wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das nun... Ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. For real? Also hier rein, ja? Oh! Meine Augen! Los jetzt! Der Teer wird nicht ewig brennen! Hat perfekt geklappt, danke! Das war ziemlich clever. Wir haben zwar keinen Schimmer von Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns aus. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Fast geschafft. Und jetzt zerquetschen wir Lukas. Klasse. Unfassbar. Ihr habt's gepackt. Kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest. Ja, ich versuch's. Nein, lass ihn. Obwohl, ich glaube, wir müssen, ne? Aber ich würde ihn eiskalt, ich schwöre, ich würde ihn eiskalt da sitzen lassen. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Das habt ihr gut gemacht. Geschafft. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm. Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Und ob? Das ist zu wichtig. Moment. Dünnes Eis. Moment. In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr seid geflohen. Du könntest ihn blenden. Ich kann auch einfach so machen. Das Boot ist gleich da hinten. Ja. Lasst es euch schmecken. Ich gehe aber erstmal hier hoch. Weil hier ist bestimmt irgendwas, oder? Wo dieser Scheiß, oder? Ich habe ja gesagt, ich traue ihm nicht. Und bei der ersten Gelegenheit bringe ich ihn um. Ich habe genau das gemacht, was ich gesagt habe. Warum auch einfach mit uns kooperieren? Mein Gott, er hätte leben können. Er hätte leben können. Und ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe nur seine Fackel ausgemacht. Also Amicia hält ihr Wort. Sie hat keinen Mord begangen. So, ist hier auch noch irgendwas Hübsches? Nee. Hier geht's nur weiter. Gott. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Man kann auch keinem vertrauen, habe ich doch von Anfang an gesagt. So, hier können wir, glaube ich, aber noch nichts aufbessern, oder? Oh, doch. Doch, doch, wir können zwei Krüge tragen. Drei sogar. Also ein Topf, ne? Starkes Feuer, leiser. Da müssen wir halt mehr sammeln. Ich finde den Topf nicht so wichtig, ey. Sorry, ich spare mir das lieber. Sehen wir uns das Boot an. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwinden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist der. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Joseph, warte! Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringlinge! Mach schon, los! Ja, komm! Guter Schuss. Das war knapp. Ja. Oh, warte. Hey, habt ihr das gehört? Das kann man stehen. Kommt mit mir.
Oh, nein. Junge. Verdammt. Nice. Oh, yes. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Müssen wir da durch? Wir können auch hierher. Das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Halt, ein Krug, ein Krug. Muss ich mitnehmen. Was? Bevor der uns sieht, was steht da? Halte deinen Gegner mit Teerpfützen, mit einer Teerpfütze. Ah, verfluchte Scheiße. Er macht das auf jeden Fall sehr gut. Ich habe leider nicht gelesen, was da stand. Kommt der wieder? Nee. Oh nein! Ach komm, die sind die ganze Zeit da... Ah. Kotz. Kotz. Aber egal, vielleicht können wir noch mal lesen. Nee, können wir nicht. Hier ist der Checkpoint. Wir müssen den loswerden. Den Typ. Ja, wir haben uns auch... Ach, scheiße. Was war das? Geh weg, Lukas! Lukas, du bist so ein Spasti. Du bist wirklich der größte Spast. Steht der mir einfach die ganze Zeit im Weg, Alter. Was ein Idiot. Du hattest deine Chance. Du kannst mich mal. Wir... Sieh dir das Feuer an. Ja, es ist riesig. Ich rieche Teer. Das haben sie also damit angestellt. Verdammt. Halt. Wow. Das hat er davon. Dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Oh, dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biest löscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Sie alle sind der Krankheit ausgesetzt. Wir können es nicht riskieren, die Leute rauszulassen. Okay, wir müssen da vorne zum Steg. Warum haben sie die Stadt abgesperrt? Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Eine Kriegsstrategie. Ja, wie kommen wir denn am besten... Oh mein Gott. Josef erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Schlimmer geht immer. Drecksbiester. Das ist auch mein Motto. Schlimmer geht immer. Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Und dann hätten wir ihm gesagt, dass wir Ratten und Tod bringen. Es gibt kein Entkommen. Das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Es wird sich weiter ausbreiten. So, der da. Sieht man uns hier? Boah, hier sind die ganzen Leichen. Ah, igitt. Ich glaube nicht, dass wir da durch müssen. Ich wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt. Keine Spur. Wir haben Gesellschaft. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Ich dachte kurz... dass die uns gesehen haben. Das Feuer hält nicht mehr lang ohne Teer. Ja. Wir müssen noch eine Menge Leichen verbrennen. Genau. Ihr wartet ein Festmahl auf die Ratten. Und wenn sie kommen, stehen wir bloß mit Fackeln da. Okay, er marschiert gleich eh wieder ab. Und da hinten... Wenn nicht... rennen wir. Wir sind auch immer im Licht. Fangt an zu suchen.
Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich werde noch irre. Das war übelst knapp. Okay, da oben, wir müssen auch auf die da oben aufpassen. Also die können uns natürlich auch erspähen. Oh nee, ich sag's noch, ne? Ist die Frage, hört uns hier einer, wenn wir einen Stein losballern und den mal kurz töten? Wow. Er sieht uns auch. Ah, shit, ey. Mann. Bestimmt da drüben. Verstecken wir uns. Oh, no. Oh. Nicht hierher, Oh nein, die Ratten. Oh, come on, ich war aber noch im Licht. Ich war doch noch im Licht. Na okay, wir sind hier, da wo wir vorher auch waren. So, jetzt ging's schneller. Ja, okay, aber ich glaube, wir sind hier halbwegs sicher. Ich hoffe, der da kommt jetzt nicht zu uns. Nicht zu nah. Scheiße, er ist tot. Ich finde deinen Mörder, versprochen. Wir haben Gesellschaft. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Bitte verpiss dich. Okay, 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 okay. Mann, ey, was schlawinern die denn hier alle rum? Wir haben uns hier in eine Situation gebracht. Ach, die sind bestimmt woanders hin. Na, vielleicht geht der. Aber er geht halt auch genau auf uns zu. Nee. Wo kommt denn er her? Ich gebe nicht auf! Ich bin euch bald wieder auf dem Pferd! Das weiß ich. Das war knapp. Dann mal los. Ey. Oh nein. Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Ich hab nicht mehr für dich. Wir haben Gesellschaft. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Komm, versuch zu werfen. Wow. Das war knapp. Wir rennen, rennen, rennen. Ihr seid erledigt. Wir wurden entdeckt. Ja, egal. Scheiße. Hier kommen wir doch. Unter Tür. Was? Ach so, wir können die nicht öffnen. Nein. Okay. Kommen wir jetzt hier rein? Nee, wir kommen nicht rein, weil wir... Eindringlinge! Halten wir sie auf! Piss dich! Oh mein Gott! Okay, dann halt mit der rohen Gewalt. Oh, da gucken noch die Speere durch. Puh, das war aber sehr, sehr knapp. Zum Glück hatten wir ein Messer, um den einen auszukontern. Wir sind hier immer noch nicht... noch nicht bereit. Er ist da. Verdammt. Ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt. Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt. Sie bereiten sich vor. Ich sollte... Ach du Scheiße. Was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich?
Junge, Junge. Da bebt die ganze City. Die Musik verheißt schon nichts Gutes. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus! Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein, lauf, lauf weg! Ey, und wir bleiben stehen, oder was? Ich wollte schon sagen, renn! Nein, nein! Oh, oh. Oh, no, 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 no. Ach, du meine Fresse. Das Licht ist denen gerade mal egal, oder was? Komm schon. Ah! Boah, ich hasse so Szenen, wo ich nicht sehe, was vor mir ist. Aber es ist Hugo. Kacke am Dampfen. Das Haus. Ich schaffe das. Oh Gott. Was? Wow, fett. Nein, nein. Ach du Scheiße. Okay, abbiegen. No way. No way. Ach du Scheiße, das ist so geil. Aber auch irre. Oh no. Ich sehe nix. Alter, nein. Ich kann nicht schneller als du. Mein Gott, wie knapp. Naja, Glück haben wir auch nicht gerade, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für eine Verfolgungsjagd. Jawohl, weg mit dem Penner. Bitte beruhige dich, bitte. Ich weiß, warum du bist. Hugo, bitte. Ich weiß. Was ist passiert? Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Junge, was ist passiert? Du hast die ganze Stadt ausgelöscht. Amicia, ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Ja, die ganze Stadt ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas gab's noch nie. Naja, das ist History, Baby. Was ist los? Mir ist schwindelig. Es ist nichts. Schlaf weiter. Alles im Arsch.
Also Hugo zu killen wäre wahrscheinlich wirklich der leichteste Weg. Ich will ja kein Arsch sein, aber es wäre der leichteste Weg. Aber wir gehen natürlich nicht den leichtesten Weg, sondern den guten, den beschwerlichen. Diese Leute, es ist zu spät. Weiter. Oh nein. Wer ist das? Oh nein. Schlaf ein wenig, Hugo. Tu es für mich. Nein. Ich... Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich. Das ist korrekt. Nein. Ich bin schuld. Das ist auch korrekt. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein. Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin. Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Ja, hier sollte ihm ja schon geholfen werden. Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! Es sind nur wir, Magister Vaudin. Verstehe, verlieren wir keine Zeit. Ihm ist es auch scheißegal, was mit dem ist. Ja, dann heißt es jetzt auf nach Marseille, oder was? Haben wir ja einiges geschafft in dieser Folge. Ich bin ja beeindruckt, wie gut wir vorangeschritten sind. Ja, Pflicht der Beschützerin. Kapitel 4 abgeschlossen. Kapitel 5, unruhiges Fahrwasser. Naja, ob das jetzt wirklich, ob wir jetzt wirklich auch... den Seeweg mit Hugo. Aber da können ja keine Ratten kommen, oder? Ich meine, da gibt's genug anderes Unheil, was passieren könnte auf dem Seeweg. Aber Ratten nicht. Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten... Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Vogel, warte! Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Mensch, sterben, meinetwegen. Hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Sie sollten auf ihn hören. Er hat recht. Lukas, besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Ich frage ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und
Vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudan so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind, er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann legt mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. So. Und hier geht es in der nächsten Folge weiter. Wir sind mit dem Boot hängen geblieben hier an irgendeinem Drecksschutt, wo wir nicht dran vorbeikommen. Kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Dann geht's vielleicht nach Marseille. Vielleicht übernimmt aber auch Amicia jetzt das Ruder, wenn wir schon hier in der Kapitänssprache sind, und bringt Hugo zu dieser komischen Insel. Denn ich glaube, der Kleine hat recht. Man hört ihm nicht zu. So ist es oft mit Erwachsenen. Sie hören einem nicht zu, wenn man zu klein ist und meinen, alles besser zu wissen. Aber Hugo hat sich gemacht. Im ersten Teil fand ich ihn schrecklich nervig. Aber, okay, am Anfang fand ich ihn hier auch ein bisschen nervig. Aber mittlerweile hat das gecheckt. Er hat's gecheckt und Amicia auch. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir ab der nächsten Folge, komm, machen wir uns nichts vor. Es wird genauso furchtbar weitergehen, aber vielleicht in den nächsten Episoden werden wir Hugo heilen. Wer weiß, wie es ausgeht. Vielleicht sterben am Ende auch alle. Aber wir werden unser Bestes geben. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Sehr, sehr viel Progress diesmal. Danke fürs Zuschauen. Rindjahauen. Bis zum nächsten Mal.